Ja, wir wollen uns heute anschauen, wie so die fünf Säulen einer Digitalstrategie aussehen können. Das ist natürlich kein Muss. Es gibt da ganz viele Wege, die nach Rom führen. Aber ein Weg, der sich für mich eigentlich als ganz mehrwertstiftend herausgestellt hat, ist der folgende. Und zwar geht es darum, sich eigentlich einfach die fünf großen Aspekte mal anzuschauen, die in irgendeiner Phase einer Digitalisierungsstrategie Fragen aufwerfen können. Das ist zum einen hier das Geschäftsmodell und auch / E-Commerce, weil wir natürlich oft erleben, dass das Thema E-Commerce eine fundamentale Rolle spielt, gerade wenn wir unser Geschäft aufweiten auf B2E, also Business to Everyone, wenn wir viel im B2B vorher unterwegs waren. Aber auch das Thema Human Capital ist für mich ein ganz essentiell wichtiges, denn am Ende ist das ganze Thema Digitalisierung immer noch 70% Mensch und nur 30% Technologie. Und da sich von Anfang an klar zu sein, meine Mitarbeiter, meine Kollegen, ich selber vor allem auch reflektiert zu bewerten, was muss ich eigentlich für Kompetenzen aufbauen und was für Kompetenzen habe ich schon, um diese Digitalstrategie Mehrwert stiften und am Ende auch erfolgreich aufzubauen. Die IT-Infrastruktur in Kombination mit dem Thema ERP und CRM-System ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Fragestellung, die auch relativ zu Beginn gestellt werden sollte, weil wenn wir alles ausentwickelt haben, das Geschäftsmodell steht und auch das Humankapital wurde analysiert und am Ende stellen wir fest, dass wir weder über ein CRM verfügen, noch über die richtige IT-Infrastruktur, weil unser Außendienst über gar keine mobilen Endgeräte verfügt, um uns Aufträge reinzuspielen automatisiert, dann stoßen wir da auch wieder an Grenzen. Und an der Stelle ist vielleicht noch gesagt, dass das kein Fluss ist, sondern wir können beginnen, wo wir möchten. Es gibt verschiedene Aufgabenstellungen in jedem Unternehmen. Ich persönlich bin großer Fan davon, beim Geschäftsmodell zu starten, weil das einfach mal das Feld aufreißt. Hier links steht jetzt noch das Thema funktionale Teilstrategien. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn sowohl die Vertriebsstrategie als auch die Marketingstrategie oder vielleicht auch Customer Service Strategien, was auch immer wir davor finden in Unternehmen, die haben einen direkten Impact auf die Digitalstrategie und umgekehrt. Das sind immer Feedback-Szenarien. Egal, ob wir uns über Marketing-Automation in der Marketingstrategie unterhalten oder über Vertriebsinnendienstautomatisierung, die Digitalstrategie muss andenken, wo stehen wir in 2 Jahren im Gesamtkontext. Und deswegen ist die Digitalstrategie auch direkt unter der Unternehmensstrategie aufgehangen und entwickelt sich daraus weiter. Und ganz zuletzt, ein für mich sehr spannender Bereich, oftmals vielleicht auch als sehr trockenes Thema verstanden, das Thema Datenverarbeitung. Wie kann ich mein Unternehmen, egal wie groß es ist, ob ich 10 Mitarbeiter habe oder 5000 Mitarbeiter, wie kann ich Daten erfassen, wie kann ich Daten sammeln und wie kann ich die am Ende vielleicht auch monetarisieren? Wenn das nicht möglich ist, wie kann ich die dafür nutzen, um meine Prozesse effizienter zu gestalten oder Modelle zu entwickeln, um schwache KI zu trainieren, Prozesse zu übernehmen, zu automatisieren und am Ende vielleicht sogar gewisse Bereiche obsolet zu machen. Dadurch kann ich wieder Kosten einsparen und ganz zum Ende schließt sich der Kreis, denn dann sind wir wieder beim Geschäftsmodell angelangt, weil am Ende kommt es immer darauf an, dass eine Strategie auch was abwirft. Wir alle möchten eine starke Rentabilität aufweisen und das muss das übergeordnete Ziel auch von einer Digitalstrategie sein. Ja, ganz kurz umrissen. Wer Interesse hat, sich da mal tiefergehend mit auseinanderzusetzen, kann sich gerne bei mir auf der Website einen Termin buchen oder mich auch direkt anrufen. Und ja.